Das habe ich Sie auch nicht gefragt. Ich habe nur gefragt, ob Olaf Scholz ein standhafter Sozialdemokrat ist. Das kann ich im Lauf der sehr, sehr langen Jahre, die Olaf Scholz jetzt tätig ist, so nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Das heißt, weil er so lange tätig ist, können Sie es nicht mehr beurteilen? Ich meine, der ist Vizekanzler, der ist Finanzminister der SPD. Sie sind sich nicht sicher, ob der ein standhafter Sozialdemokrat ist? In so langen Jahren der Regierungsverantwortung hat man sich schon in Kompromisse begeben, in vielen langen Jahren, die tatsächlich die Sozialdemokratie auch nicht standhaft. Okay. Sie machen heute keine Gefangenen, merke ich schon. Nee. Wie ist das bei Ihnen, Walter Borjans? Sind Sie auch der Meinung, dass Olaf Scholz kein standhafter Sozialdemokrat ist? Naja, es gibt ja einen Grund, warum ich mich, nachdem Olaf Scholz schon im Rennen war, auch entschieden habe zu kandidieren. Das heißt,